Hallo und herzlich willkommen zu meinem Wochenroundup, dem ersten Video davon. Ich habe mir gerade zu essen gemacht mit kleinen Paprikas, kleinen Tomaten, Champignons und vielen leckeren Sachen und Bandnudeln und so. Leider war das so lecker, dass ich es weggegessen hatte, bevor ich was aufnehmen konnte. Ich habe meinen Spiegel aufgehängt im Badezimmer. Mit dem Schraubenzieher und dem Hammer habe ich das Loch angedroschen, mangels Bohrmaschine. Auch wunderschön. Endlich ein Spiegel im Badezimmer, der hoffentlich nicht so schäbig runterfällt, wie er damals war runtergefallen ist, zwecks der wegen einer zu kleinen Schraube. Heute ist ja noch Spannendes passiert. Ich habe Mass Effect Andromeda gekauft und spiele es momentan. Das Einzige, was das Spiel bei mir rettet, ist, dass es ein Rollenspiel ist, sonst würde ich es gar nicht weiterspielen. Ich trainiere neuerdings wieder. Hände. Da kann meine Freundin noch so blöd fragen, warum ich das mache. Das ist so ein bisschen Milchtüten öffnen, nicht um gewisse Dinger besser anfassen zu können. Was haben wir noch hier? Meine Ü-Eierkette ist angewachsen, wie man sieht. Ich warte momentan noch auf die Weiterübertragung des World Cups. Halbfinale, Tiebreak. Bin mal gespannt, wann das losgeht. Die könnten ja mal so gnädig sein, möglichst hinschreiben, ungefähr, wann es losgeht oder weitergeht. Meine schlimme Wunde am Knie ist zumindest etwas besser geworden. Ich habe mir da so Pflaster geholt. Das war sogar eine Marke an Pflastern. Die Scheißdinger kleben gar nicht. Die Pflaster, die ich vorher hatte, die habe ich drauf gemacht und hielten die aber auch wie Bombe. Da muss ich zwar mit dem Ruck so abreißen, aber die hielten. Und jetzt nehme ich momentan diese Salbe hier. Eine Heilsalbe ist ja vollkommen Wumpe, welche man da nimmt. Ich habe das jetzt nicht geholt, weil es unbedingt die Marke war. Hier nochmal. Für Leute zum Gruseln. Mal so halten hier, damit sie den Gruselfilm des Tages sehen. Meine Freundin meint, ich müsste das da rausknibbeln. Sicher doch, ich werde jetzt persönlich da hingehen und die Kruste da rausknibbeln, damit das besser heilt. Ich befürchte, wenn die kommt, dann wird die sich darauf stürzen wie so ein Vampir und erstmal die große Knibbelei anfangen. Hoffentlich habe ich irgendwo einen Stock hier, den ich mir in die Zähne schieben kann, um da drauf zu beißen. Ja, das war's auch schon. Mehr ist diese Woche nicht passiert. Mein Fitnesstraining. Mal hier die Teil offen machen hier für Licht. Das ist auch schon am Gedeihen hier. An den Seiten ist es ein bisschen weniger geworden. Ich will jetzt mal langsam aufhören, die Leute zu sehr aufzugeilen mit meinem bloßen Körper, deswegen lasse ich mal das T-Shirt unten. Der Bauch ist auch ein bisschen weniger geworden. Das ist halt eine Tatsache. Man hat das ja nicht hier. Wo ist diese Kamera in so way? Das kann nicht sein. Man sieht mein zartes Gesicht gar nicht. Man ist ja nicht dick geworden innerhalb von Rekordzeit, von einem Monat. Dass man innerhalb von einem Monat dann hier die Wampe hatte. Deswegen dauert das auch ein bisschen länger. Und wenn es, ja, keine Ahnung, wenn es noch länger dauert, ist auch egal. Also Lipo muss abnehmen. Jetzt mit Bart der Lipo. Ich weiß auch nicht, wie ich das so machen soll, dass man das auch hier sieht, dass nicht die Kamera im Weg steht. Nochmal zurück ins Badezimmer. Ich kann jetzt die Kamera am besten so machen, dass man die Kamera nicht sieht. Vielleicht so hin. Versuche mir den Bart wachsen zu lassen. Ich hoffe mal, das Gestrüpp fängt nicht zu heftig an zu jucken. Ich lasse mir auch die Haare wachsen. Keine 6 mm Frisur mehr. Festen Glatze schneiden, Bart rasieren, am wegen die grauen Haare nicht mehr sieht. Vielleicht ist das ja für die Damen anregend. Man weiß es ja nicht. Dann lohnt sich das ja. Schön, dass mein Bart auch voller grauer Haare sprießt. Super. Schon wieder ein Grund, den wegzurasieren. Scheiß Äderchen in der Nase, die werde ich nicht los. Ich bin jetzt seit 3 Jahren oder was kann, oder 2 Jahren kein Alkohol mehr am Trinken. Also von daher kann das nicht sein. Schreibt mal in die Kommentare, ob es eine Salbe für gibt. Salbe gegen Äderchen an der Nase, kann ja sein. Zugsalbe, die zieht die Äderchen raus. Egal. Dann sehen Sie die strubbeligen Lippen. Ich bedanke mich mal fürs Anschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Während ich mir meinen Bauch reibe, weil das Essen so lecker war. Ich wollte das zwar filmen, aber dann war das zu köstlich. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.